Dermatologie ist unglaublich stark gewachsen. Damals waren Infektionskrankheiten wie Tuberkulose und Lepra wichtig im Fokus der Tagung. Heute haben wir es mit einem großen Systemfach zu tun, mit vielfältigen klinischen Manifestationen, mit Komplexität der Erkrankungen, neuen evidenzbasierten Systemtherapien, mit hoher Interdisziplinarität. Wir erleben einen Wandel, der tatsächlich großartig ist. Es ist nicht nur deshalb groß, weil wir Tausende von Diagnosen haben, die wir stellen können. Es ist auch deshalb groß, weil es ein Fach ist, was Systemmedizin macht heute, was interdisziplinär sehr gut verankert ist, mit den anderen Fächern zusammen Patienten betreut und dabei kompetent auftritt und ein Wegweiser auch für die Patienten darstellt. Die 50. Tagung findet nach 130 Jahren DDG statt. Diese Tagungen finden alle 2 Jahre statt. Die erste war 1889. Die Dermatologie war lange Zeit als ein kleines Fach verstanden worden, weil wir eben nicht die guten und vielfältigen, wissenschaftlich begründeten und evidenzbasierten Therapiemöglichkeiten hatten. Das ist der Julian. Er ist 10 Monate alt und er hat schon von Geburt an die neugeborene Neurodermitis. Wenn er dann in der Nacht zur Ruhe kommen sollte, dann hat er sich natürlich immer am Kopf oder an den jeweiligen Stellen gekratzt. Das ist natürlich dann eine Beeinträchtigung fürs Kind und für uns als Eltern natürlich auch. Wir schulen auch Kinder, vor allem ihre Eltern, auch wenn die Kinder noch sehr klein sind, wie sie am besten umgehen, wie sie die Erkrankung verstehen, dass sie sie auch nicht falsch interpretieren. Das Wort Neurodermitis wird ja auch manchmal eben sehr stark mit psychischen Veränderungen in Zusammenhang gebracht und das muss man sortieren. Trockene Stelle, aber das sieht schon das sehr schön Mal war aus. Hier. Ja. Das haben wir wegbekommen. Das ja. ist schon nicht schlecht bei dir. Genau. Wir haben lange Jahre gehadert mit unserer Situation, dass wir zwar mit Cremes und anderen Therapien gut behandeln konnten, aber für die schwer betroffenen Patienten doch wenig Therapien zur Verfügung hatten. Da ist jetzt viel passiert im letzten Jahr. Wir haben ein neues Präparat, das zugelassen worden ist mit sehr guter Wirkung und sehr guter Verträglichkeit. Dupilumab heißt der Wirkstoff und es gibt weitere Präparate, die in der Pipeline sind, wie wir so schön sagen, die entwickelt werden, wo wir gerade Studien betreuen, die für diese Patienten einen Strauß an therapeutischen Möglichkeiten, auch für die schwerkranken Patienten, entwickeln. Ich denke, dass wir hier in der Klinik so gut wie das ganze Spektrum der Dermatologie abbilden. Einmal einen kosmetischen Aspekt, ja, oder dermatologischen kosmetischen Aspekt, eine Korrektur von Aknenarben. Und auf der anderen Seite schwerkranke Patienten mit metastasierten Erkrankungen, die hier die Infusionstherapie bekommen. Und ich denke, das ist so das Spannungsfeld, das die Dermatologie abbildet. Und das ist natürlich wunderbar. Das ist einmal diese Vielseitigkeit und für jeden ist etwas dabei. Und man hat die Option, dieses ganze Spektrum auch zu füllen, das zu lernen und auch weiterzugeben. Ich habe sehr früh für mich entschieden, dass ich Grundlagenforschung machen will und gleichzeitig Patientenversorgung. Für mich liegt darin einfach der Reiz, dass man neue Therapeutika oder therapeutische Ansätze erforschen kann,
die dann auch später dem Patienten zugutekommen. Also man ist sehr am Puls der Zeit, bereits etabliert, das kann man anwenden am Patienten. Und ich finde, die Dermatologie bietet da ein extrem breites Spektrum und auch Forschungsbereiche, die sehr, 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 sehr neu sind und die man, die man neu betreten kann. Ich bin viele Jahre Leistungssportlerin gewesen, auch während meiner Zeit hier. Bin da auch zweimalige Weltmeisterin in meinem Sport geworden, sodass ich schon das tatsächlich schaffen konnte, neben der Arbeit oder nach der Arbeit noch zu trainieren. Und ich bin auch mittlerweile Mutter von einem zweijährigen Kind. Und das ist für mich schon wichtig, dass man das neben dem Beruf auch machen kann. Die Dermatologie hat viel, viel mehr, als wir uns so vorstellen können. Wir haben halt nicht nur dieses Operative, von dem ich eben schon geschwärmt habe, sondern wir haben halt auch in der konservativen Dermatologie unglaublich viele Neuheiten. Man kann es kaum zählen, wie viele neue Medikamente in den letzten Jahren auf den Markt gekommen sind, was wir den Menschen alles bieten können. Dieses Vorurteil, es ist nur Cortison oder der Dermatologe hat nur ekelige Hauterkrankungen und macht Cortison, das ist absolut überholt. Also grundsätzlich gucke ich mir einen bestimmten Vorgang im angeborenen Immunsystem an. Den nennt man NET-Bildung, also Neutrophil Extracellular Trap-Bildung. Und das ist ein ziemlich verrückter Vorgang, bei dem die weißen Blutkörperchen, eine besondere Sorte von weißen Blutkörperchen, die Neutrophilen, ihre DNA als quasi so wie eine Art Fischernetz auswerfen, um Bakterien und so weiter einzufangen und dann zu töten. Ich finde es immer ganz schön, das ein bisschen breiter aufzustellen, eben einmal sich die Mechanismen wirklich ganz quasi an ihrer Wurzel zu verstehen und dann aber einerseits auch ein bisschen weiterzugehen und zu gucken, wie kann man, welche Rolle spielen diese Mechanismen auch in Krankheitsbildern. Die Zelle kennt ihre Nachbarn, aber wir wissen eigentlich nicht genau, wie das funktioniert und was die Signale sind und dass die Zelle auch weiß, ich bin jetzt hier, jetzt muss ich diese Funktion annehmen, um es mal so zu sagen. Und das sind genau die Prozesse, die wir in meinem Labor versuchen zu verstehen, weil wir wissen, dass diese, ich weiß, wo ich bin und ich habe diese Funktion, das ändert sich bei einer Reihe von Krankheiten und wir wissen auch, dass die allgemeine Barrierefunktion, die Schutzfunktion der Haut, auch Wasserverlust, wir leben ja auf Land, wir müssen uns schützen, dass wir das Wasser nicht verlieren. Und das wird weniger mit Älterung. Und das, genau das versuchen wir zu verstehen. Was war die beliebteste App bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland? Es gab keine Smartphones. Das iPhone kam 2007. Im Jahr 2019 ist der Alltag so, dass ich meinen Kontostand hier am Smartphone sekundengenau nachschauen kann. Wenn ich morgen wohin fliege, kann ich mir meinen Sitzplatz selber wählen. Und das will ich natürlich auch in der Medizin. Ich will meine Daten bei mir haben und möglichst sekundengenau auch entsprechend abbilden können. Und das Biederbuch soll langfristig genau das abbilden als Therapieverlauf. Sie können sich es vorstellen als eine Art Sammelbank, wo alles reinfließt, spezifisch für die Dermatologie, um dann eben die Versorgung dahingehend zu verbessern, dass der Alltag besser abgebildet wird. Die Dermatologie ist ja auch eins der wenigen Fächer bzw. das erste Fach, die einen Leitfaden Teledermatologie oder Telemedizin im Allgemeinen entwickelt hat, was eine ganz große Errungenschaft ist, als Vorreiter für sämtliche Fachdisziplinen, die die Medizin hat. Ja, ich glaube schon, dass wir von der Dermatologie, wie sie in Deutschland gemacht wird, auch in den anderen deutschsprachigen Ländern, beispielhaft für die Welt sein können. Das sieht man am Beispiel des Hautkrebses und der guten Versorgung dabei. Das sieht man auch am Beispiel der Versorgungsqualität der Psoriasis, die zwar in Deutschland auch Gradienten zeigt, aber insgesamt sind wir hier auf einem Niveau, was in fast keinem anderen Land der Welt erreicht wird. Und insofern ist es auch kein Zufall, dass wir zum Beispiel in dem globalen Bericht der WHO zur Psoriasis, der vor 2 Jahren erschien, als sogenanntes Best-Practice-Land herausgestellt wurden. Wir feiern gerne, aber wir sehen natürlich auch, dass diese schnelle wissenschaftliche Entwicklung und daraus folgend die schnelle klinische Entwicklung uns auch Herausforderungen stellen. Wir müssen uns alle von uns weiterbilden. Wir brauchen neue Informationen, neuen Austausch und deshalb sind Tagungen heute wie diese sehr, sehr wichtig.